Was braucht man, um ein Bild zu malen? Natürlich Farbe, einen Pinsel und einen passenden Untergrund. Bei diesem Event im Schloss Hagenau wurde eine wasserlösliche Farbe und die Airbrush-Technik angewendet. Das Thema war Porträts und der Maluntergrund Haut. Im Rahmen eines Live-Bodybanding-Events konnte den Künstlern bei der Arbeit zugesehen werden. Die Idee zu dieser Veranstaltung hatte Joe Trober. Die Idee ist entstanden, wie wir von der Weltmeisterschaft heuer heimgefahren sind von Seeboden. Haben wir uns überlegt, naja, 14. Platz ist nicht gerade gut, gell? Letztes Jahr waren wir auch nicht weiterfahren. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen mehr tun dafür. Einmal im Jahr malen ist einfach Zwang. Einmal im Jahr Bodybanding, da kommst du nicht weiter Fähre. Die Konkurrenz wird immer stärker. Es sind Maler aus 40 Nationen da, nicht? 200 Künstler. Und haben wir gesagt, haben wir uns vorgenommen, wir machen 10 Bodybandings. Bis zur nächsten Weltmeisterschaft. Dass sich Joe beim Training über die Schulter schauen lässt, hat einen einfachen Hintergrund. Erstens einmal bereitet man sich für ein öffentliches Event viel professioneller und besser vor. Man tut sich mehr auf und man steht in der Öffentlichkeit. Man muss in einer gewissen Zeit fertig werden. Das heißt, bis zum Fotoshooting, man hat so Wettbewerbsbedingungen, was ich daheim im Atelier nicht hätte. Ja. Und das ist das Interessante drauf. Da haben wir ein paar Fotografen angeschrieben und haben ein paar Rückmeldungen gekriegt, auch von der Berit, von der Fotografin da, dass wir bei ihr da so ein Event einmal experimentell einmal ausprobieren. Auch für Berit Helmlinger war diese Veranstaltung ein Experiment. Keine Ahnung, eigentlich wirklich, was machen die Leute vom Bodypainting? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann fand ich die Idee ganz interessant. Und dann haben wir eben ein Motiv ein bisschen gesprochen und so und dann das mit den Porträts. Da war dann die Verbindung auch ein bisschen da, Porträtstudio und Porträts halt auf dem Körper zu projizieren und so. Und haben wir gesagt, ja, das klingt interessant, da machen wir was. Körperbemalung hat eine lange Tradition. Bodypainting ist eigentlich ein ganz alter Kult. Man hat sich schon immer gegenseitig bemalt. Ob das eine Kriegsbemalung war bei den Indianern oder die Australier mit ihren weißen Zeichen. Es war immer Kulturmalerei, das Ganze. Es ist eigentlich in den letzten Jahren erst modern geworden als Designmalerei. Ja. Überhaupt vom Airbrush weg, dass man gesagt hat, ich will nicht mehr Auto bemalen, ich will eigentlich was Lebendiges ja, auf der Haut malen. Man nimmt speziell einmal eine hautfreundliche Form, das heißt so Make-ups. Die sind allergiegetestet, was im Fernsehen und bei den Theaterschminken genauso genommen wird. Ja. Sind körperverträglich, atmungsaktiv, das ist einmal ganz wichtig, wasserlöslich, man kann es nachher einfach runterduschen, das ist auch gut. Was fasziniert Josef Trober am Airbrushen? Weil es für Zeichnungs- oder Malertätigkeit eigentlich das Abwechslungsreichste ist, was es gibt. Also man kann eben, wie mein Vater schon gesagt hat, auf Autos malen, das Interessanteste ist aber wahrscheinlich im menschlichen Körper, aber auch ganz normal auf einem Papier, auf einem Block, also das ist wirklich, es sind keine Grenzen gesetzt, ich kann einen Baum genauso wie einen Menschen anmalen mit Airbrush. Und man kann eigentlich für alles ein gutes Motiv finden. Neben dem Motiv spielt das Model eine ganz wichtige Rolle beim Bodybanding. Beim Model ist eigentlich das Wichtigste, es muss eine Spitzensportlerin sein. Also es hat mit Hochleistung zu tun, das Ganze. Man muss sich vorstellen, wir malen heute schon seit 9 Uhr Vormittag und ich muss die ganze Zeit ruhig stehen, weil ich praktisch drauf malen will. Wenn sich die ein bisschen rührt, bin ich schon daneben ja, mit dem Strich und das Ergebnis schaut fürchterlich aus. Das heißt, wir haben sie ausgemacht, jetzt mal, wenn es die Luft gespürt vom Luftpinsel, hält sie auch die Luft da. Und wie fühlt sich das Model? Ja, es kommt auf die Position drauf an. Also gewisse Positionen, nicht so Arme auf und so, es wird mit der Zeit, fängt sich alles Mögliche zu verspannen an, aber sonst geht's. Nach 8 Stunden hatte es Belinda, eine vierfache Mutter aus Kärnten, dann fast geschafft. Zuerst stundenlang stillstehen und dann zum Fotoshooting hinaus in den herbstlichen Schlossback. Berit Helmlinger schoss ihre Fotos im Eiltempo, denn die Farbe ist nicht gerade ein wärmender Schutz gegen die eisige Kälte. Und das Resümee zu dieser Bodybanding-Trainingseinheit? Mit Musik, Malerei und Fotografie, das passt ganz gut zusammen, probieren wir mal. Und ich glaube, es kommt ganz gut an. Den endgültigen Erfolg von dieser Trainingsmethode kann man vom 14. bis 20. Juli 2008 in Seeboden am Millstätter See messen, beim nächsten World Bodybanding Festival.